Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu The Mortuary Assistant. So, wir sind in unserer nächsten Schicht, beziehungsweise die fängt gleich an. Und wir haben ja noch die anderen drei Enden nicht gesehen. Leider habe ich ja den falschen Körper ausgewählt, weil ich mir so sicher war, der hat gequatscht, der hat sich so komisch verbogen. Man hatte das Gefühl, der Dämon wollte. Oh. Wollen wir nochmal mitnehmen? Love you, Dad. Man hatte das Gefühl, der Dämon wollte einen von dem Körper ablenken, weglenken, indem er den Clown immer hingeschickt hat. Tatsächlich sah es aber so aus, als wäre der Clown der Körper gewesen. War denn wohl doch eher ein Tipp vom Dämon? Was passiert eigentlich, wenn ich die Schlüssel nicht mitnehme und trotzdem zur Arbeit fahren will? Na, jetzt zu spät, jetzt habe ich die eingesteckt. Oma. Ein wunderschönes Foto von ihr. Vor allem normalerweise hat sie so grau-blaue Augen. Warte mal, wir können das hier drehen. Irgendwas Cooles dahinter? Nö. Was können wir noch nehmen? Können wir hier noch mehr drehen? Okay. Nichts Besonderes gefunden. Ist immer noch abgelaufen. Aber Platz machen hier. Achso, das kann ich gar nicht runterschmeißen. Können wir das auch drehen? Ja, sicher. Da sind Bienen drin. It's got bees in it. Cool. Haben wir hier noch? Oh, und Rätsel im Labyrinth. Das spiele ich später. Peitsche. Gut fürs Herz, gut fürs Herz. Cool. Ja, nichts Besonderes weiter in der Wohnung. Ärgerlich, ärgerlich. Wollen wir erstmal zur Arbeit fahren? Ach, mal gucken, was uns die Nacht beschert. Normalerweise sollte es ja gut laufen. Wir haben ja den. Ach nee, wir haben ja den Dämon nicht verbrannt. Wir haben uns ja falsch entschieden. Eigentlich sind wir doch besessen. Naja. So, wir wurden schon begrüßt. Bin mir immer noch nicht ganz sicher, warum kann ich so eine Vase beispielsweise anheben? Oder die hier. Das muss einen Grund haben. Magician, sie ist weg. Ah, nee, ach, cool, ich habe die hinter mir geworfen. Gewitter. Ich mag Gewitter. Ein Tape-Recorder hat der Boss uns wieder nur dagelassen. Wie wär's denn mal mit so einem Knisterumschlag hier für deine Umstände? Hast du $100? Weil du trotzdem noch wiederkommst. Bist ein toller Mitarbeiter, eine tolle Mitarbeiterin. Aber nix tut er. Nix. So, hier ist noch alles beim Alten. Sicherungen sind alle drinne. Läuft. Oh, Tür machen wir gleich zu. Ist ja immerhin Behandlungsraum, ne? Wollen ja nicht, dass hier nur irgendwer mit reinkommt, der hier nicht reingehört. Weil gehört ja auch so ein bisschen zum Firmengeheimnis. Wer sind unsere Patienten? Wir haben einmal Darren Ying, Spencer Spears, Austin Ginsot, Austin. Austin reicht. Ich würde sagen, fangen wir mit Austin direkt an. Holen wir den mal raus aus seinem Kühlschrank. Aus seiner Frischhaltekammer. Ganz rechts war Austin. So, lieber Austin. Du bist dran, ne? Wie so ein Pokémon. Du
Du bist dran, Austin. Austin, Leichenstarre. Oh, da sehe ich schon was. Der sieht ein bisschen aus wie der Schauspieler von Matrix, der hier Neo verkörpert hat. Oh Mensch, ich komme jetzt auf seinen Namen nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Jetzt nicht. Jetzt sieht er aus wie der Silver Surfer. Hier im Schatten. Keanu Reeves. Genau. Den meinte ich. Keanu Reeves. Sieht ein bisschen so aus. Aus einem bestimmten Blickwinkel. So von hier. So, wollen wir uns den gut mal angucken? Kopf sieht soweit gut aus. Keine Auffälligkeiten. Kein Mief. Kann ich nicht anklicken. Oh. Ah. Eindeutig gestoßen. Höchstwahrscheinlich Fenster aufgehabt beim Lüften. Dann ist was runtergefallen von der Fensterbank. Er wollte es aufheben, kam hoch und stoß sich dem Rücken am offenen Fenster. Meine Theorie. Das wird wahrscheinlich von falschen Arbeitsschuhen gewesen sein. Die waren einfach zu eng geschnürt. Ich habe doch hier noch nicht eine Tür aufgemacht. Waren die auch offen, als ich reinkam? Ah, hier hat er mit der Katze gespielt. Ging wohl nach hinten los. Oder er hat sich mit ihr angelegt. Falsche Katzenpuder, zack. Toll, Wutanfall. Ja, wunderbar. Das wäre es auch schon, Mr. Austin. Mr. Reeves. Ich kenne ihr Geheimnis. Dann wollen wir erstmal ins System. So, wir haben Austin. Jemand kam durch die Haustür. Da müssen wir gleich mal gucken. Wer uns da denn jetzt besuchen kommt auf Arbeit. Linkes Bein. Rechtes Bein. Mir fehlt was. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5. Es müssen aber 6 sein. Klein Moment, wir haben da was übersehen. Was haben wir übersehen? Am Kopf? Haben wir was am Kopf übersehen? Hier ist nix. Kein Popel in der Nase. Hier ist noch weniger als nix. Hier ist gar nichts. Was haben wir über... Die Hand haben wir nicht gedreht. Ah, ja. Siehst du. Und dann können wir gleich mal gucken, wer da im Wartebereich wahrscheinlich auf uns warten wird. Rechter Arm. Da haben wir Ratscha. So, den können wir auch schon mal aufmachen. Da arbeiten wir ja mit. Tja, oh, hier sind ja auch Schubladen. Ach ja, stimmt, die Schubladen, ja, ja. Ja, ja, mit der Arbeit vom Doktor. Der alte Spinner. Dämon. Ha! Der schläft da einmal ein bisschen schlecht auf Arbeit, ja. Da kommt er gleich an und sagt, ja, wir haben Dämon hier im Haus und das wird dich den Rest deines Lebens begleiten. Du Verrückter. Nur weil wir einen Albtraum hatten, da macht er sich gleich Spaß drüber, weißt du? Nimmt er nicht mal ernst. Das ist ein Chef. Akkurat. So, da hinten haben wir noch ein Licht an. Das ist schön. Den können wir ja mal anfangen, die Beißer zuzumachen. So, junger Mann. Zu spät. Ich bin mitten in einer Behandlung. Ich komme gleich zu Ihnen. Wer auch immer da weint. There we go. Ich hätte jetzt mit der Oma gerechnet.
Keiner da. Naja, vielleicht haben wir uns ja auch verhört. Was siehst du, das brauchen wir auch noch. 843 900. Das können wir uns merken, hoffe ich. Denn vorher machen wir noch die Eyecaps. Oh, Glenn, oh. El Vola. Right. 843 900? Habe ich mir das jetzt gemerkt oder habe ich es schon wieder vergessen? Gehen wir mal hier aus dem System ins System. 843 900. Aha, here we go. Wir sind drin. Hacker extrem. Hallo? Hat hier jemand geweint? Vielleicht war das auch der Regen, der so eine Scheibe runtergerutscht ist, wie so ein Radiergummi auf Glas. Dieses. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann das nicht. So, da können wir auch. Das ist ja wunderbar. Da können wir ja jetzt schon die Maschine befüllen. Über Methanol. So, jetzt kommt noch ein bisschen Glutathion herein. Bevor ich den oder während ich den abpumpe, müsste ich allerdings mal mit einem Paper hier lang gehen. Ich habe ja noch gar keinen Stripe hier in Gebrauch gehabt bis jetzt. Oder während der abpumpt. Das können wir auch machen. Machen wir während der abpumpt. Nehmen wir das mit. Das mit. Und ein paar Schläuche. Das ist die Tür da hinten. Okay. Einmal aufmachen. So, kleine Operationsmaßnahme. Oh, ich glaube, ich kriege eine Erkältung. Gar nicht schön. Wow. Das ging jetzt aber schnell mit dem Papier. Ich habe mich schon richtig erschrocken. So, wo haben wir denn hier ein Zeichen? Das kann überall sein. Ah. Ich sehe es nicht. In der Schublade? Nein. Aha! Ein F mit zwei Punkten. Das kann man sich gut merken. F mit zwei Punkten. Erstmal eine Notiz machen. Ja, ungefähr so sah das aus. So, F mit zwei Punkten. Das schmeißen wir erstmal hier rein. Können wir gleich noch einen neuen Stripe nehmen. So, guter Mann, sind wir alle? Wunderbar. Machen wir dazu. Die Maschine reinigen wir, nachdem wir das hier genommen haben. Den Flexbag. Und den einmal voll gemacht haben. Und eine so eine komische Stange genommen haben. Und in den Bauch aufgepumpt. Erstmal die ganzen Hohlräume wieder schließen, die wir jetzt leer gesaugt haben. Das ist aber nicht schön. There we go. Wunderbärchen. Why did you let me die? Ach, du schon wieder. Weil du es verdient hast. Soll ich hier machen? Stören angucken? Was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen? This is all your fault.
Oh Gott. Oh, ich habe gedacht, das wäre schon vorbei. Deine Zeit läuft ab. Du bist tot. Der kriegt aber sowas von mir eins in die Fresse, der Dämon. Aha. Guck mal, wie schnell ich hier die Sachen finde. Die neuen. Ist alles deine Schuld, weil du mich hier provozierst. Heute Nacht wirst du ausgerottet. Heute ist die Nacht der Nächte. Da mache ich dich kalt. Mittlerweile kann ich mich nicht mal mehr erschrecken in dem Spiel hier. Ja, machst mir gar keine Angst mehr. Okay. Können wir es ja schon mal ein bisschen vorbereiten. Achso, die neuen. Damit wir die nicht noch vergessen. Schmeißen wir die auch schon mal in die Mark. Du, ich wollte mich entschuldigen. Es tut mir alles so leid. Ja. So, jetzt wo wir wieder Freunde sind, schiebe ich dich in deine Frischhaltebox. Bevor du in die Mikrowelle kommst. Oder in den Ofen. Hier ist noch alles cool. Kleinen Moment bitte. Muss noch das nächste Opfer, den nächsten Patienten holen. Sind wir hier auch alleine drin? So, komm mal runter. Wunderbar. Du bist aber durchtrainiert, bist du ja, wa? So, dann kommen wir mit, mein Freund. Ah, ich sehe schon. Kacke am Arm. Ja. So, machen wir mal wieder zu hier. Bisschen kalt hier drin. Ich habe die Heizung noch nicht an. Kleiner Moment. Wo ist denn hier der Thermostat? Das haben wir gleich. Ah, das hat der Chef wohl abgebaut, weil Heizen so teuer ist zurzeit. Na gut, denn eben nicht. Ist halt ein bisschen frisch, ne? So, der lächelt doch. Lächelt der nicht? Ich habe das Gefühl, der lächelt so ein bisschen. Kann mich aber auch täuschen. Aber er sieht glücklich aus. Vielleicht ist er ja glücklich gestorben. Wer weiß das schon? Hier hat er ein paar Kratzer. Hier ist nichts. Es kann es immer nur eine Sache geben pro. Alles gut. Alles gut. So, was haben wir denn hier? Mief einen blauen Fleck. Das ist natürlich sehr unschön. Ja, Frischluft hat ihm schon geholfen. Der muckt so, dass ich schon in Trance verfalle. Kratzer hat der. Jetzt haben wir zwei. Ich wollte Opfer sagen. Jetzt haben wir zwei Leute mit Kratzern schon. Wenn der dritte keine Kratzer hat, könnte das natürlich ein Indiz sein, ne? Der eine hat mit der Katze gespielt und der hier, würde ich jetzt rein von der Position her, würde ich sagen, dass er eine ziemlich wilde Mieze am Start hatte.
Vielleicht ist sie auch an seinem Zustand, für seinen Zustand verantwortlich. Ja, bitte? Naja, wir tragen das erstmal ein. Wird schon nichts gewesen sein, ne? So, lieber Spencer, 26 Jahre jung. Rechte Schulter. Linker Arm. Rechter Arm. 3 von 3. Also grundsätzlich, der andere hatte 6 Schmauchspuren, er hat nur 3. Aber beide haben Kratzer und blaue Flecken. Das ist ja schon mal was, was die zumindest verbindet, ne? Rebecca, come here. Come here now. Kleinen Moment, ich muss doch mein Papier hier. Weißt du, ich bin gerade sowieso ein bisschen zu nervös und deswegen zu doof, das Papier zu nehmen. Also laufe ich einfach Rebecca? doppelt. Ja, Momentchen. Oh, machen wir Yoga? Alte Suppnase. Was hast du mit meinem Inventar gemacht? Können wir hier eine Tür öffnen? Ich glaube nicht, dass der Chef erfreut ist, wenn er sieht, dass du hier alles geklaut hast, eine vollgepisste Matratze ins Ra im Raum geschmissen hast und die ganzen Wände besprüht. Wann hast du das eigentlich gemacht? Ich war 5 Minuten auf der Arbeit. Aber meine Vase, die liegt noch hier. Ist klar. Ja. Hate me all you want. He's dead because of you. Wer ist das? You should be the one here. Lifeless. Worthless. Bist du die Neue von ihm gewesen, oder? Also, kann man jetzt sagen, was man will, aber den will ich nicht küssen. Das war jetzt nicht gerade so, mein Typ, Frau mit dieser hautlosen Gestalt. Das ist, nee, nee. Da, also da bin ich von weg. Das ist mir zu viel. Da kann ich nicht mit um, ne? Da bin ich ja ehrlich. So, können wir hier nochmal die praktisch mal hinlegen. So. Haben wir hier noch irgendeinen Indiz? Badezimmer vielleicht? Naja, wir haben ja erst 2 Leichen in Angriff genommen. Da kommt bestimmt noch was. Packen wir das erstmal weg. Haben wir deinen Mund schon zugemacht? Nee, ne? Nicht, dass er mich noch vollsabbelt wie alle anderen hier heute. Hab zu tun. Muss ja meiner Arbeit nachgehen. Wäre das mit so einem Akkubohrer und dann nimmst du so ein Dreierbohrer oder so. Wäre das nicht viel einfacher? Achso, der macht ja den Faden noch gleich mit dran hier, ne? Mit dieser Glocke, Blombe. Haken. Niete. Andererseits hätte man ja Kabelbinder nehmen können, ne? Wenn der There we Bohrer are. groß genug ist, dann geht das auch mit Kabelbindern. Aber ich habe halt kein Medizin studiert. Was weiß ich schon. Die Eyecaps, stimmt. Ist nicht passiert. Alright. Ich ignoriere es einfach. Oh ne, alles cool. Keiner hier? Gut. Dann bin ich ja zufrieden. Achso, hier. Nee, das sind ja die Schlüssel, die können wir nicht nehmen, ne? Nee, die kann ich nicht nehmen. Das sind die Extraschlüssel. Ich habe hier aber noch meine Kette und die Münzen meines Vaters, die ich zu Hause eingepackt habe. Hier ist dieser lange alte Schlüssel. So, den werden wir auch noch erforschen, wofür der gut ist.
Als nächstes müssen wir hier die Dämonen-Krams reinschmeißen. Ich war hier auch noch gar nicht groß draußen unterwegs, ne? Wir haben uns das ja draußen noch gar nicht angeguckt. Weißt du, mein Freund, solange wie du hier entsaftest, gucke ich mir, glaube ich, mal die Gegend an. Kann das hier nicht benutzen. Ich gebe die Flasche 2 cm zu weit links. Das geht nicht. Es fällt alles auf den Boden. Zange? Wunderbar. Brauche ich ein neues Messer? Ja. Ich denke schon. So, Skalpell. Aufmachen. Und zack. Also mittlerweile, da sitzt jeder Handgriff, ne? Das geht richtig schnell hier mit uns. So, ab in die Kältekammer. Hallo, ich bin wieder da. Ein L mit einem Punkt? L mit einem Punkt. Kann ich mir eigentlich merken. Ich wollte ja erstmal draußen gucken. Das regnet aber. Mach mal lieber die Tür zu. Es ist aber dunkel hier. Also viel sehen tue ich ja nicht, ne? Ach, hier ist jetzt schon über. Kann mal einer die Pumpe ausmachen? Ich komme da nicht ran. Das war aber. Da brauchen wir auch einen Schlüssel für. Oh nein! Ich falle in Trance. Ich habe wahrscheinlich irgendwas eingeatmet, was ich nicht einatmen darf. Ich sehe gar nichts mehr. Hilfe! Ich habe mich verlaufen. Es ist so dunkel hier draußen. Hahaha. Der Parkplatz. Vom Wetter her gar nicht mehr so. Das bessert sich langsam, ne? Ich glaube, das hört bald auf zu regnen. Das ist aber auch ein unausstehlicher Krach hier. Ist hier jemand reingekommen in der Zeit, wo ich weg war? Ich habe höchstwahrscheinlich eine Tür aufgelassen und durch den Wind ist sie jetzt zugegangen. Ja. Was soll sonst geknallt haben? Wir können ja mal das L mit dem Punkt. Okay. F Doppelpunkt 9 L Punkt. Wollen wir mal schauen, ob wir nicht schon was im System finden. Anschließend wäre es dann nur noch der Körper, den wir herausfinden müssen. Gehen wir mal durch. L mit Punkt, check. Alle anderen drei fehlen. Oder zwei, wir haben ja zwei. L mit Punkt, check. Die anderen beiden fehlen. L mit Punkt, check. Die anderen beiden fehlen. Nix. Schauen wir mal am nächsten. L mit Punkt 9. Hier, guck mal, der schattert. Ding, der wäre möglich, aber auch der Asel. Der Kobus nicht. Aktuell die beiden. Also Asel und Shaddad. Ich nenne den jetzt Shaddad. Shaddad. Die beiden wären ja drinne. 3 oder Z.
als Symbol. Ah. Nee, hier ist keine 9 drin. War da eben eine 9 drin? Wir haben hier eine 9, aber die anderen passen nicht. Passt nicht. Passt nicht. Das heißt, es muss der oder der sein. Habe ich denn noch irgendwelche Möglichkeiten herauszufinden, welchen Körper der Dämon eigentlich befällt? Das ist ein altes Haus, die Tür ist zugeknallt da hinten. Ist kein Problem. Ja. Das machen wir ja schon. Wenn ich die Marke fertig habe, dass ich den Namen des Dämons weiß, man müsste auch mal alles lesen, ne? Dann soll ich den Körper quasi, den ich jetzt habe, wieder in die Kältekammer tun und mir alle Körper nochmal angucken, weil eine Möglichkeit besteht, dass sich etwas verändert hat. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Symbol ist oder vielleicht ein paar Schmauchspuren mehr. Und auf den Körper, wo sich eventuell was verändert hat oder der zeigt, dass er vom Dämon besessen ist, so wie hier gib jeden Körper Aufmerksamkeit nach dämonischer Aktivität halt, ne? So wenn da, so wie in der letzten Folge, wo dieser Clown rumgelaufen ist, das wäre zum Beispiel ein Indiz gewesen, mit dem stimmt was nicht. Ja, gut, wir haben den Clown nicht verbrannt. Okay, gut, dann wissen wir jetzt Bescheid. Ah, nein. Das ist so unpassend. Das hilft nicht. Brauch Luft. Hilft nicht. Okay, geht auch nicht. Are you sure to was? Naja, wir machen erstmal den Empty Bag voll, ne? Dass wir ein Fullback haben und den Fullback, den pumpen wir in seinen Bau. Aha, ich kann gerade echt nicht ans Telefon gehen. Ich würde ja. Das bestimmt dringend, das klingt jetzt ziemlich lange. Ja, das scheint echt wichtig zu sein. Hallo? Der meint höchstwahrscheinlich eine andere Rebecca. Ich meine, was haben wir? Wir haben ja nichts getan, ne? Jetzt müssen wir erstmal im Badezimmer gehen und da ein bisschen Reinigungsmittel auffüllen, damit wir die Maschine wieder schön sauber machen können. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Und den letzten Stripe, würde ich sagen, macht man auch beim letzten Körper, um den Dämon nicht unnötig zu provozieren.
damit er sich nicht irgendwie ertappt fühlt und... Ich muss das auch machen. Hier geben wir dem quasi noch so ein bisschen Zeit, bis wir die letzte Marke, ne, das letzte Symbol suchen. Und dann werden wir den Dämon verbrennen. Also, dass wir das letzte Symbol wirklich erst dann suchen, wenn wir quasi alle Leichen einmal durchgecheckt haben. Und das dauert ja auch nicht lange, ne? Da. Der lächelt total. Alright. Ich hatte vorhin schon das Gefühl, dass der total glücklich ist. Das geht doch nicht nur mir so. Wieso kann ich dich hier rotieren? Wir haben immer noch die Kratzer. Kann ich auch. So. Easy. Ich hab mich nicht erschrocken. Der lächelt doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen nicht so lächeln. Fehlt noch irgendwas? Nö. Dann können wir den guten Herrn wegbringen. Dann war alles soweit fertig. Der ist mir auf jeden Fall suspekt. Aber wir wollen das ja... Oh, guck mal. Hab ich das aufgelassen? Oder... Tado ist doch jetzt ein Dämon hier geholfen, wa? Schieb mal die Leiche wieder rein. Das könnte ein Indiz sein. Vielleicht ist es er. Sind auch alle drei nebeneinander? Oder haben wir noch mehr? Nö. Die beiden Kältekammern sind leer. Achtung. Wen haben wir denn hier eigentlich? Wie hießen sie nochmal, Sir? Ich kann das einfach auf Distanz. Ich habe meine Lesebrille nicht auf, ja? Hab nicht mal eine. Darren! Ah ja. So, dann kommen Sie mal mit. So, auch für Sie mache ich einmal die Tür zu, Sir. Jetzt müssen wir mal darauf achten, wenn wir ihn im Mund zunähen, ob er gegebenenfalls auch lächelt. The Night Shift Database. A computer program combining all my findings into one reference point. Wir müssen jetzt erstmal hier arbeiten. Wir haben jetzt hier keine Zeit, um mit dem Dämon irgendwie in Trance zu fallen. Ich irgendwo 666 reingeritzt oder sowas. Der sieht gar nicht so verkehrt aus. Der hat zwar hier beide Seiten den gleichen blauen Fleck, aber grundsätzlich ist er der einzige ohne Kratzer. Oder habe ich was übersehen? Record System, Eintrag 3. Darren Ying, 44. Er ist auch der einzige alte Sack. So, die anderen. Er ist schon wieder weg. Ich wollte gerade fragen, ob ich helfen kann. Rechter Arm. Linker Arm. Linke Bein. So, 4 von 4, das passt ja soweit. Wenn das aber passt, ist er wirklich der einzige
ohne Kratzer. Die anderen beiden Leichen, die hatten beide Kratzer. Der eine mit einer verursacht von einer aufreißenden jungen wilden Dame. Und der andere hat einen Kratzer gehabt, weil er mit der Katze gespielt hat. Soweit konnten wir die Leichen ja schon untersuchen. Mit dem machen wir jetzt noch fertig, bevor wir hier mit dem letzten Stripe rumlaufen und uns Zeichen suchen. Eye Caps. Ja. Ich hab's. Nee, Quatsch. Ich muss. muss ja den Mund erstmal zumachen. Jetzt hatten wir hier aber auch wieder dolle Aktivität, ne? Also der andere Körper hat mit uns gesprochen, der andere Körper ist aufgestanden, der andere Körper, da war die Kühlkammer offen, als wir den zurückbringen wollten, so nach dem Motto, bring mich schnell hier weg, ich will nicht verbrannt werden. There we go. Er ist wiederum der Einzige ohne Kratzer. Und er hat an beiden Armen den gleichen blauen Fleck. Also ich weiß nicht, ob das Indizien sein können. Um herauszufinden, ob das der Körper des Dämons ist. Und der andere, wenn man sich ihn jetzt anguckt, der andere hat gelächelt. Also für mich sah das aus wie, wie ein Lächeln. Ich würde felsenfest behaupten, dass der gelächelt hat. Feuersteinfest. Fred Feuerstein. Dann können wir das Fluid schon mal zusammenmixen hier. Oh, jetzt verfalle ich wieder in Trance. Das ist doch so unpassend. Und das, wo ich gerade so einen Lauf habe. Aber ich glaube, das sind die Dämpfe von diesen Flaschen hier. Das kann nicht gesund sein, wenn ich das alles zusammenmixe. Ich meine, die vier gehen ja vielleicht noch, die dämsen mich so ein bisschen ein, aber nach dem hier kriege ich Hallos. Oder auch nicht. Vielleicht hilft mir auch dieser Trank. Ich sollte einen trinken. Easy. Könnte ich mir denn davon überhaupt eingenehmigen? Trink das. Schade. Das hätte mich retten können. Ich habe ja gar keinen Stripe mehr in der Tasche. Hatte ich hier drin auch schon ein Symbol? Nö, ne? Doch, ne? Eine Schublade. Ja, genau. Gut, dann wird hier wahrscheinlich keins mehr kommen. Dann müssen wir uns nochmal im anderen Raum umsehen. Machen wir erst den Bauch wieder voll. Entschuldigung, Ma'am, wir haben geschlossen. Die Nachtschicht ist nur für Mitarbeiter. Das war eine Frau. Ich habe keine toten Frauen hier. Alles Männer. Das hilft mir nicht weiter. I'm missing something. Ja. Steriles Arbeiten. Ist schon klar. I'm missing something. Zufrieden?
There we go. Wunderbärchen. Ah, wir können ins Badezimmer gehen. Ich nehme meinen Zettel mit. Ist es so ruhig? Deswegen ist das so ruhig. Wow. Ich muss ein Portal entdeckt haben, was mich in eine andere Dimension gebracht hat. Wo draußen drin und drin draußen ist. Ich bin wieder draußen. Nee, drin. Ich mach mal zu. Oh, ich kann hier mein Paper verwenden. So, zu den Stairs geht's hier lang. Okay. Hier verändert sich also nichts. Kann ich nicht rein? Hier kann ich nicht rein. Ein ganz langer Flur. Was könnte hier schon passieren? Oh. Ekelhaft. Ekelhaft. Wo ist die hingeklettert? Ah, oh, ich bin schon wieder in dieser Crackhöhle. Ich kann mit dem Papier hier nichts anfangen, ne? Das brennt hier, glaube ich, nicht. Hm. Können wir hier irgendwas... Was ist das denn? Kartoffelchips? Sind das alte Kartoffelchips? Nee, ein Stück Müllpapier. Kleine Tütchen. Ein alter Fernseher. Kaputte Cola-Dose. Da war auch eine. Kühlschrank nicht zu öffnen. Ein Pizzakarton. Ohne Pizza. Da hätten wir uns noch eine snacken können. Mann, ist das ruhig hier. Das ist ja wie so ein schalldichter Raum. Was mache ich denn jetzt hier? Ich kann hier gar nichts machen. Wir müssen was finden. Oh, ich muss bestimmt wieder irgendwas sehen. Und das ist nicht gerade meine Stärke. Ich übersehe gerne was. Oder muss ich wieder raus? Aber wieso sollte ich denn erst hier reingehen, wenn hier gar nichts ist? Oh. Get tubing by bed. Get needle from bathroom. Find lighter, get spoon from coffee table, find full baggy on kitchen's counter. Gut, dann fangen wir erstmal mit dem Schläuchen an. Die wollen wir vom Bett haben. Das ist ein anderes Clipboard als das, was ich habe. So, hier haben wir die Tubings. Et voilà. Jetzt die Needles. Wo sind die Nadeln? Im Badezimmer. Jetzt macht das Ganze einen Sinn. Aber hier ist das nicht eingepackt. Und es ist dunkel hier drinne. Hm. Aha! Eine Spritze. So läuft der Hase also. Nächstes ein Feuerzeug. Oh! Ich weiß, worauf das hinausläuft. Feuerzeug. In der Küche? Nee, einfach nur finde ein Feuerzeug. Ja, genau. Ist ja auch so ordentlich. Oh, ich habe ein Feuerzeug. Vom Kaffeetisch ein Löffel. Wieso ist der Löffel von unten so angekokelt?
Ja. Das ist nur medizinische Erstversorgung. Wir sind nämlich Diabetiker und brauchen etwas Insulin. Wir bekommen keine Nachtschichten. Ich muss echt feststellen, so die Nachtschicht macht mich gaga. Jetzt höre ich noch Musik. Ich habe immer noch Musik. Warum? Bin ich noch in der Trance-Bubble gefangen? Habe ich das eigentlich schon gemacht? Ah ne, ich habe ja schon einen. Der ist auch schon voll. Wieso habe ich denn diesen Sound jetzt hier? Der wird mich wahrscheinlich gleich verlassen. Oder es krabbelt hier noch was rum. Oh Gott. Das ging so schnell, dass ich mich erschreckt habe. Das Z ist es. So. Wir wollen die Symbolen der Dämoniken Namen haben. Einer von den beiden war es. Und zwar der Azel. F-Doppelpunkt ZL9. Merken wir uns. F-Doppelpunkt ZL9. Die können wir schon mal mitnehmen. Jetzt können wir ihn noch schnell sauber machen. Ich kann nichts halten. Warum nicht? Was habe ich denn alles in meinem... Ja, das ist jetzt ja... Ich gehe davon aus, dass das den Slot hier einnimmt. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr. Echt jetzt? Ich kann ohne mein blödes Klemmbrett nichts machen. Oh, und ich kann die Marke nicht droppen. Ach, ist das doof. Das ist ja so. Also wir waren uns ja schon einig, dass er als einziger keine Kratzer hat und das ein Indiz sein könnte. Eventuell könnte das auch eins sein. Aber ich bin mir nicht sicher, weil der Typ, der hat ja auch mit uns gequatscht, ne? Ach, komm. Ach, hör doch auf. So lang war der Flur doch gar nicht. Gott hat dich verlassen. Also wäre ich so ein Dämon, ich würde auch so einen Flur machen, aber einen, der quasi nicht aufhört, weil der auf lange Sicht immer im Kreis führt. Dann würde man einen Ausweg suchen, den es gar nicht gibt. Ungefähr so, ja, wir versperren einfach die andere Seite mit. Okay. Oh Gott, oh Gott. Das scheiß Kacke, ey. Leck mich am Arsch. Da hätte ich aber eigentlich auch mit rechnen können. Wieso ist denn hier draußen? Ich. Zweite Mal jetzt, dass ich draußen bin. Und es ist immer noch diese Melodie.
Ist das nun ein grafischer Fehler gewesen? Ja, ne? Oder soll ich ins Auto gehen? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich denke, ich muss zu meinem Patienten. Okay. Erstmal müssen wir dir dein Gesicht sauber machen. Zack, 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 zack. Und nun im letzten Step. Haben wir das abgehakt, obwohl wir gar kein Klemmbrett hatten? So, so. Und er lächelt nicht. Aber er hat bis jetzt nur mit dem Finger gezeigt. Also er hat sonst nichts gemacht. Und der andere, den wir hatten, der zweite Dude, der hat uns ja so ein bisschen Kürre gemacht, sag ich mal. Wir schieben ihn jetzt nochmal rein und hoffen, dass der Dämon mir noch ein bisschen Zeit gibt. Jetzt hole ich ihn nochmal raus. Weil er war ja auch nicht ganz Taco, ne? Kann ich die hier drinnen gar nicht untersuchen? Muss ich jetzt echt wieder mit jedem in diesem Raum rein und gucken, ob sich was verändert hat? Ich habe das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Ich kann an ihm nichts Ungewöhnliches weiter ausmachen. Außer, dass er lächelt. Wieso lächelt er die ganze Zeit? Oder ich muss ihn halt echt in den Behandlungsraum bringen. Ziehen ihn einmal vor. Ja gut, so auf Anhieb, da werde ich jetzt nichts sehen. Denn, ja. Dann schauen wir mal, ob sich hier irgendwas verändert hat. Machen wir hier nochmal die Tür zu. Weil alles, was er hat, ist dieses friedliche Lächeln. Der guckt ja total friedlich und zufrieden. Hier ist auch nichts weiter. Er hat immer noch diesen Kratzer, den hat er vorhin schon gehabt. Wir können auch nichts weiter... Doch, wir können alles noch untersuchen, wenn wir hier sind. Hier ist auch nichts dazu gekommen. Vielleicht an der Hand? Den Kratzer hat er schon gehabt. Hatten. Ja. Er hat ein Symbol. Ha. Oh, scheiße. Ich hätte das Licht ausgemacht. Du machst mir definitiv keine Angst. Oh, sie kommt näher. Das ist so ein bisschen wie bei Leid. Oh, oh Gott. Ich wusste genau, was passiert und ich habe mich trotzdem erschrocken. Die will nicht, dass wir ihn verbrennen. Wir haben das Mal gefunden. Oh, wir sind so krass. Wir sind so krass. Ja, noch Laste. Aber nicht mehr lange. Wollei. Du kommst jetzt in den Ohr. Vor allem diesmal fragt sie mich gerade, dass du den richtigen Buddy gefunden hast. Alle Türen sind zu? Warum? Gehen die automatisch eigentlich zu, wenn ich hier den Ofen anschmeiße? Das wird doch wohl richtig gewesen sein. Das Symbol war ja wohl mehr als eindeutig. Das hört sich auf jeden Fall gut an.
Das passiert aber irgendwie immer. Das auch. Also ich habe mich jetzt für ihn entschieden, weil er gelächelt hat und dieses Symbol hatte. Es könnte aber immer noch sein, der letzte war halt, wie gesagt, der einzige, der keinen Kratzer hatte. It's nice not to be the one down there for a change. Mr. Dover? I think you can just call me Raymond at this point. Do you always just pass out and wake up on the floor? It takes a lot out of you. I've never simply walked out of here. Ist das nicht das gleiche Ende, was ich sowieso schon hatte? You get used to it. I'll be sure to clean the floors better. Das war doch jetzt nicht der falsche. Will this ever end? I honestly don't know. Der hat doch ein Symbol gehabt. I've been doing this a long time, Rebecca. Der hat ein Symbol gehabt, der war hat gelächelt. Everything I can. I've never found anything that could put a stop to it. So no. I don't think it does. So we're just like this forever? It was hard for me too. But this is the life we get. We have to face our worst selves constantly. But the better we know ourselves, the stronger we are. Why don't you head home? Get some rest. Who knows what's coming tonight? Nee, das war ein anderes Ende tatsächlich. Wir haben ihn nicht gekillt, also haben wir den richtigen Dämon gefunden. Ending 2 von 5. Damit haben wir 1, 2 und 3. Eins davon habt ihr leider nicht gesehen, weil ich das war, um zu gucken, ob mir das Spiel liegt. Nice, haben wir geschafft. Sind ganz souverän und cool geblieben. Haben das alles easy locker gemeistert. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Zwei Enden haben wir noch, die wir unbedingt sehen müssen. Schaltet wieder ein. Mal gucken, ob wir die anderen beiden Enden auch noch rausfinden. Wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. Ciao.